rückwärts. Den Kasten kriege ich alleine nicht mehr. Da brauche ich nachher einen zweiten für. Oh, okay. Krieg nicht mehr aufgerichtet, der ist umgekippt. Aber man kann seine Seilwinde auch nicht mehr benutzen, weil man keinen Sprit hat, ne? Nee. Ja, aber wir kommen doch vorbei. Dann hast du Sprit und einen Windenpunkt, an dem wir dich hochziehen können. Das passt doch. Meine Vorkünste. Ich warte. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt mal in die Richtung. Dann setze ich mir jetzt mal hier Punkte. Da einen hin. Hier einen an die Abzweigung. Ja, du hast eigentlich geschafft, hier umzudrehen. Hier noch hin, dann haben wir's. Was denn? Da schon? Du hast es eigentlich geschafft, hier umzudrehen. Auf den kleinen Hammer, Weg. Oder? Ja, oder? Das da kriegst du jetzt zwar imaginären Applaus für. Vor allem wirklich noch verdammt weit gekommen, also da gibt nix. Das macht aber Spaß. Wie blöd habe ich den Wegpunkt denn gesetzt? So. Ah, da seid ihr. Sich auch kein Punkt, kein... Gut. Ja. Da habe ich gedreht auf dieser... Auf dieser Straße habe ich gedreht mit meinem Anhänger. Ja, nice. Ja. Ja, weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Verdammt, ich sehe... Nette Strecke. Bleib mal hängen. Nein, 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 nicht so, schon wieder umkippen. Einmal Sprit. Schon wieder umkippen. Ich sichere mich. Doch nicht. Oh, fuck it. Nein, 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 nein. Ach, du kannst Stottlauf fahren. Ja, jetzt wieder. Verdammt. Das ist jetzt ein bisschen wie ungünstig. Ja, ja, mir geht's gut. Jo, gefangen, wunderbar. Immer in die Richtung lenken, in der man fällt. Ja. Die so, sonst Schaden, folgt dem die Kollegen gerade, genau. Sieht gut aus, was er da macht. Auf der Karte. Auf der Karte sieht fast alles gut aus. Ja, ich habe gerade die Karte eingeblendet. Oh, 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 oh. Also heute habe ich es mit dem Umkippen. Der richtige Weg hier passt. Macht alles einen sehr guten Eindruck bis jetzt. Sehr schön. Erklärt sich auch, warum ihr solche Probleme hattet mit dem B. Klar, auf einem ganz anderen Weg. Ja. Kann passieren. Obwohl ich das Startproblem immer noch nicht ganz nachvollziehen kann. Da muss ich in den Stream nochmal reinschauen hinterher. Oh nein, bitte nicht, dann siehst du in meinem Fahrverhalten. So, eins plus. Ja, ja, ich hab doch gerade schon geschaltet. Oh, oh, oh. Will der mich hier von der Straße hupen mit seinem los. B, weißt du? Ich glaube der nicht. So, ich glaube, das ist der richtige Weg. Jo. Sollte, müsste. Ist er. Ich hab Markierungen gesetzt. Du fährst gerade richtig schön durch eine meiner roten Markierungen durch. Das passt. Sauber. Ich fahre nicht mal freie Schnauze ohne Markierung. Nee, das funktioniert bei mir nicht so besonders gut. Ja, warum bei mir auch nicht, weil mein Orientierungssinn und alles sauber ist, aber ich hab's mal gewagt. La, 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 la. Vierte Gang, Elefantenrennen, yay, und ich stehe. Oh, ich sehe die Rettung. Na gut, ich tue jetzt da schön gemütlich im 1 plus durch. Ja, ja, ich jetzt auch. Fahren geht hier gut, wenn man Sprit hätte. Ich jetzt mal wieder in automatischen hier. So, der Sprit, der kommt erst mal in der zweiten Fuhre. Ach so. Da muss ich nur ganz kurz gedulden. Oh. Ich hab Zeit. Das sind der große Warnfarben hier. Genau. Dann mit den Signalfarben. Kavup.
Nice! Der andere Typ B ist auch wunderbar mitgekommen, super. Willst du als erstes vorfahren, oder? Ich ziehe mich gerade so ein bisschen nach links aus dem Verkehr. Okay. Macht ihr das mal unter euch aus. Kerge, du könntest da einen Typ E auftanken. Und dann mit dem durch die Gegend touren. Ja, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Riesenviech nicht. Ja, mir ist der Typ D dann auch noch lieber als Typ E. Ups. Für mich ist das vor allem eine Frage des Spritverbrauchs. Das ist für mich eine zu unbeständige Größe. Weiß ich nie, ob ich ankomme. Ja, und dann mit der mit dem Überhang von dem Typ E. Ja, das auch noch. Der Böschungswinkel, der ist ja... Wollte ich gerade sagen, mit dem Böschungswinkel. Das habe ich ja kürzlich erst gelernt. Also ich nehme jedes andere Fahrzeug, außer ja, das. Ja, da ist es möglich, dass sich hier jemand drauf hingewiesen hat. Möglicherweise, möglicherweise. So, habe ich das jetzt geschafft? Ja, jetzt müsstest du noch deine Punkte abliefern. Aber eventuell stehe ich etwas im Weg. Nö, nee, passt. Kann ich ein anderes Fahrzeug? Haben wir ein anderes Fahrzeug hier? Ja, ein Typ B. Mehr nicht? Ja, du kannst ja auch noch weiterspringen. Du kannst ja wieder zu deinen anderen Fahrzeugen zurückspringen über die Karte. Genau. Da muss ich aber wieder da fahren, wo ich war, ne? Genau. Einmal zur Startwerkstatt. Und von da aus ein Stückchen nach Norden zur Stammausgabe. Doch nicht den Elefanten. Und da stehen wir anderen. Was bringt denn der Typ? Was kann ich mir da rauf basteln? Zugmaschine, Holz. Bestimmt irgendwie Sprit mitnehmen. Ich glaube, auf dem Viech kann man sogar Langholz auf dem großen Anhänger fahren. Und benötige mehr Werkstoffpunkte, ne? Ja, da müsste noch unser Joscha abgeben, genau. Oh, so soll ich jetzt irgendwas dranpacken? Also wie gesagt, der Vorschlag wäre ja gewesen, dass wir den 255er nehmen, der oben links bei der Stammausgabe steht, also im Nordwesten. Ja. Und der ist bereits bestückt mit Kran und Ladefläche für Kurzholz. Das heißt, wenn jeder von uns 2 Punkte Kurzholz zum Ziel bringt, dann würden wir eine Viererkarawane fahren und hätten genug Holz fürs Ziel. Klingt doch gut. Und das wären wir alle nochmal involviert. Das einzige Ding ist halt, der Karren, der da steht, der sitzt auf den Highway-Rädern. Aber ich denke mal, zu viert kommen wir da schon irgendwie durch, oder? Ja, das ist die Herausforderung jetzt. Das ist die, genau. Challenge accepted. Pack mal's. Also soll ich jetzt kein Holz, also kein Holz mehr. Nee, also ihr könnt einfach von der anderen Werkstatt aus, vom Typ C, 4320 da unten links, einfach nach Norden ballern. Ja. Ich fahre jetzt auch nach Norden, Kerl, ja? Und ich könnte noch die Verdeckung jetzt auf dem Rückweg freiräumen. Ich habe so wenig Sprit mit dem hier, nur 200. Ja, wenn du von der Werkstatt startest, wird immer nur bis 200 getankt. Gibt es hier noch irgendwo Tank? Ja, oben bei der Stammausgabe. Deswegen fahren wir dahin. Okay, fährt jemand vor? Oder warte mal, ich mache mir mal eine Markierung. Wie wär's mal damit? Ach, da hinten. Ah, okay. Ja, den Weg kriege ich ja wohl noch hin. Das, ja, das ja denke ich mal schon. Ist ja auch alles aufgedeckt. Dumpthings und meiner eine haben bei der Werkstatt auch schon gar nichts mehr stehen. Genau. So, Baby, wenn du jetzt hier nicht durchkommst, dann kriegst du. Ich sehe schon eine Markierung zu einer Verdeckung, alles klar. Genau, die hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir beide die mal in Angriff nehmen. Wollen wir hier alles einfach rüberfahren? Alles klar, dann machen wir das. Einfach rüber? Was meinst du mit einfach rüber? Du willst nicht ins Wasser fahren? Übers Wasser? Okay, wir fahren einfach mal den Weg lang. Ich hoffe, du weißt das. Ich fahre einfach hinterher. Denk doch mal ganz kurz nach. Ist dein Name Tarindur oder Jesus? Und jetzt überleg dir, wo du lang fährst. Jesus. Vor allem mit dem Gewicht. Stimmt das? Ach du Scheiße, mit den Viechern fahrt ihr? Ja. Da könnten 200 Liter wirklich ein bisschen dünn werden. Meint ihr nicht, ihr wollt von der anderen Garage vielleicht lieber mit dem Typ C starten? Weiß ich noch nicht, aber ich würde gerne mal den fahren. Der ist besser als das, was ich eben hatte. Bitte sehr, viel Spaß dabei. Wie gesagt, einen Typ C hatte ich gerade, ich bin damit umgekriegt. Da brauche ich nachher einen zweiten, der mir hilft, mich aufzurichten. Ah, geile Karre, die kommt hier überall schön durch. Baby. Guck nicht auf den Spritverbrauch. Doch, das sehe ich, 35 Liter, geht doch noch. Geht doch noch, ja. 4-5 Minuten kann man damit fahren. Dann sind wir eben 200 Kilo Sprit durchgeblasen, alles klar. Bevor das für ein Auto nicht so viel verbraucht. Aber warte mal, hier ist ein Weg. Der könnte vielleicht dahin führen. Ich auch. Das probiere ich mal aus. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Lass mal Gänge sortieren hier. Ich fahr doch richtig, ne? Keine Ahnung. Ich fahr den Blatt her. Oh, Krampf im Zeigefinger. Ah, jetzt bist du falsch.
Hä? Wir sollen doch zur Stammausgabe da oben, oder nicht? Ja, oben, aber du fährst jetzt ja Nee, der Weg wird mir richtig angezeigt. Um links, im Zweifel. Wir wollen ja zur Stammausgabe, wo es auch den Kraftstoff gibt und nicht zur anderen. Leute, im Zweifel unten links mit dem Kompass abgleichen, Nordwesten, ne? Falls ihr die Karte verdreht habt. Also, guck mal. Ja, sag ich doch. Also bin ich jetzt falsch? Ja, du fährst gerade nach Süden. Wollen wir hier auch noch die Challenge mit dem Vulkan machen oder lassen wir das bleiben? Oh! Wir müssen so weit fahren. Das könnten wir versuchen. Ja, aber schon, mit dem Vulkan, das können wir jetzt machen. Vor allen Dingen mit den Fahrzeugen. Nicht mit dem Typ E. Meinst du nicht? Nee, der ist zu schwer. Wollte ich gerade sagen, der wird zu schwer sein. Was? Ja, sonst probieren wir's. Also wenn ich hier vorwärts rausfahre, dann müsste das eigentlich gehen. Und da, wo Tarindur jetzt steht ungefähr, ist eigentlich eine relativ brauchbare Aufstiegsmöglichkeit, glaube ich. Das sieht gar nicht so steil aus und man könnte durchkommen. Ich glaube, ich sehe sogar noch eine flachere Fläche. Also TME meint er nicht, oder? Könnte kritisch werden. Du hast halt einen extrem großen Überhang vorne. Ich bin Busfahrer, ich kenne das mit großem Überhang. Och nee. Jetzt komm ich, du sollst denn jetzt durch. Nur mein Sprit könnte ein bisschen knapp werden, aber sonst. Ja, Sprit habe ich versuche jetzt so hochzufahren. Also fahren wir jetzt über diesen komischen Hügel da hoch. Da fallen jetzt eben auf den Vulkan drauf, dachte ich jetzt. Ja. Ja, genau. 23 Schaden. Ich bin mit meiner Frontstoßstange an einer Wurzel hängen geblieben. Eine wurzelige Angelegenheit. Hätte das Ding schluckt aber auch, ne? Ja, durch einen kleinen Schluck Specht. Vor allem 23 Schadenspunkte. In der Realität wäre jetzt halt eine Delle in der Vollstahl-Frontstoßstange. Wenn überhaupt. Holst einen dicken Hammer. Oder nicht mal ignorierst es einfach und gut ist. Wo fahrt ihr denn lang? Sollen wir da auch lang fahren? Tarindor, du fährst wieder zur Werkstatt. Ich muss mal wirklich da finde. Wolltest du zur Werkstatt fahren? Ich dachte, wir wollten den Vulkan hoch. Ach so. Hä? Oh, wieso bin ich dann so blöd zum Drehen? Ich sag ja Chaos. So kann man auch seinen Sprit verfahren. Das ja. Das auf jeden Fall ja. So, und ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter. Ich könnte mir nämlich vorstellen, da rechts kraxelt schon einer hoch. Oh, aber die Stelle ist gar nicht so blöd. 1000 Füße an der Wand. Ja, an der Stelle habe ich es damals mit dem Kollegen auch probiert. Aber weil ich schon da oben war und den Erfolg auch haben müsste, fahre ich jetzt mal einen anderen Weg. Ich hänge mich mal an den 1000 Füße dran. So 100 Füße. Jo, das müsste eigentlich ganz gut gehen. Alter. Obwohl, das hier ist wirklich relativ flach. Das ist gar nicht so schlecht. Junge. So, erste Gang und Sperre. Das könnte gehen, das könnte gehen. Oh, ich sollte vielleicht mal die Diff-Sperre reinhauen. Ja. Wo geht's jetzt lang? Oh, überall Steine, aber keine Bäume, um sich mal festzuwinden. Könnte ein Problem werden. Um Winde verweht. Oh. Nein, ich wollte nicht das Fahrzeug. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ich krieg die Krise. Was ist passiert? Ich lieg dezent auf der Seite. Oh. Aber ich habe keinen Schadenspunkt bekommen. Ja, da sind wir hin. In Zeitlupe umgekippt. Also ich bin nah am Ziel, aber ich glaube, die letzte Hürde, die kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Das ist zu steil hier. Gerade mit dem Sprit, den ich hier hinten drauf habe. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Joshua ist zwar in der Nähe, aber das wäre ziemlich unpraktisch, wenn er da umdrehen würde. Ich komme aber auch noch weiter hoch. Würdest du vielleicht mal versuchen, mich zu... oder auf die Räder wieder zu stellen? So. Also ich für meinen Teil sitze hier gerade ein bisschen wie fest. Wenn es mir gelänge, hier noch ein bisschen weiter... Kannst du dich weiter rechts halten? Ich will ja nichts sagen, aber es gibt hier eine sehr steile Stelle. Im Norden des Berges. Die aber relativ bewaldet zu sein scheint. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, um sich mit der Winde hochzuziehen. Möglich.
Ich will jetzt erstmal, dass ich hier aus der Mocke wieder rauskomme. Probier ich mal hier so ein bisschen parallel zum Krater. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, was hier gerade passiert bei mir. Ah, versuch mal jetzt, ob du mich da irgendwo möglichst vorne anbinden könntest. Oh, Dr. Fail, sorry, ich habe das gar nicht mehr vorgelesen. Hallo, falls du noch da bist, weiß ich ja nicht. Könntest du mir eine Windenanfrage geben? Warte. Das wäre äußerst nett. Guck mal, aber vorne komme ich nicht dran, ich muss hinten gucken. Okay. Könnte auch funktionieren. Nein! Nehme ich doch gerne an. Ja! Ja! Nein. Scheiße. Verdammt! Also, das hat sich nicht unbedingt besser gemacht. Nicht wirklich. Also, ich habe gerade einfach mal ein 360 gemacht. Aber über die falsche Achse, also einmal übers Dach drüber. Aber ich stehe wieder auf den Rädern, alles gut. Schön, ich stehe jetzt weniger denn je auf den Rädern. Vielleicht mein Auspuff qualmt wie Sau. Oh, oh. Ah, komm, nicht eingraben. Zieh dich raus, du Karren, zieh dich raus. Nicht eingraben. Du ganz wenn gemacht. Du ein bisschen, kannst du rückwärts rollen lassen. Vielleicht kann das helfen. Oh, 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 oh. Es wird immer abenteuerlicher. Das ist nicht zielführend. Boah, nicht ganz so weit. Ah, dass ich keiner selber eine Winde anbringen kann. Ich glaube, ich kämpfe hier gerade an eine sinnvolle Stelle. Ich glaube, ich hab's bald. Dann könntest du nicht rückwärts gegen mich fahren und mich eventuell aufschieben. Das kann ich für dich versuchen. Ich muss da schnell zurück zur Wäsche. Ich habe noch 5 Liter Kraftstoff. Ein Verbrauch von 50 Liter pro Minute. Das könnte eng werden. Ja, ich glaube auch. Das wirst du nicht schaffen. Nein! Das glaube ich auch nicht. Och nee. Nee. Okay, ich versuche selber einen Rettungsversuch. Wo bist denn du? Ich bin... Nein! Am Hang, aber ein bisschen weiter... Was ist denn das? Südlich von dir. Okay, also ich hab's jetzt geschafft. Ich hab die Kiste jetzt auf die Seite geschmissen. Das sind wir jetzt gleich weit. Zumindest von dem Status vom Auto. Oder LKW. Das wohl ja. Hä? Ich weiß, aber Karte. Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich schnapp mir jetzt meinen Typ B, der noch bei der Werkstatt steht. Kann man nicht an der Karte auch ranzoomen? Ja. Wie? Ja, Mausrad einfach. Ich baue alles ab, was drauf ist, damit er möglichst leicht ist, und dann probiere ich es damit jetzt mal gerade. Hat einer von euch mal noch Tankwagen, dass ich eben ein bisschen tanken kann? Du. Mein Tankwagen liegt auf der Seite, sorry. Dann muss ich halt den Typ B nehmen. Dann fahre ich hier weiter, probiere mich hier irgendwie hochzuhangeln. So. Wegpunkte gesetzt. Los geht's. So, ich versuche mal mit dem Elefant hier durchzureiten. Ist auch saugeil, wie man die Antriebswellen da arbeiten sieht und alles. Das ist schon nice. Ja. Ah, da haben sie auch. Die Achsen sich bewegen und das Ganze. Aber nicht mehr so nice ist es, wenn du die austauschen musst. Ja. Das ist unschön. Eine Antriebswelle. Das Vergnügen hatte ich noch nicht. Ah, ich schon. Eine Hinterachse habe ich schon ausgetauscht, aber da war kein Antrieb dran. Ich hab letztens mal einen kompletten Motor ausgetauscht mit Achse und so. Oha. Und ausgebaut und eine Woche später wieder angebaut.
Wohin wollen wir jetzt eigentlich fahren? Auf den Vulkan. Das ist das Ziel. Das ist die Zwischenchallenge. Wenn wir es geschafft haben, dann haben wir es aber geschafft. Dann müssen wir bloß noch das Holz wegbringen. Genau. Und das wird doch danach dann wohl die leichteste Übung sein, ne? Ja, bestimmt. So. Okay, ja, warte mal, dann fahre ich ja völlig falsch. Wenn du das sagst. Hier steht ein ausgegrauter Typ E von Tarindor. Ja. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter fahren bis zu meiner nächsten Markierung. Da vorne, genau. So, mein Typ C4320, der raucht da noch fröhlich vor sich hin. Hallo. Wenn ich mit meinem Typ B hier gerade einfach stumpf im fünften Gang geblieben bin. Wenn der nix wiegt, wenn du keinen Aufbau da hinten drauf hast, dann bockt den das überhaupt nicht. Ja, leck mich doch im Arsch, jetzt schmeiß ich ihn vollkommen um. So, rückwärts kommen und gib ihm. Moin, Leute. Ja,